expect us to be here. A lot of emotion. It's been a roller coaster for sure. This is the stage you want to be in, you know, you don't want to take it for granted as well, because the career of a basketball player is short. Die ganzen Fans pushen uns jeden Tag. Da steckt eine Menge harte Arbeit dahinter. Es ist wichtig, dass wir als Team dort stehen, unter den letzten Vieren und einfach das ganze Jahr auch competed haben. Being down 0-2 really doesn't change anything for us. Fight as much as you can. What does it mean to be like in the last four teams of the league? It's awesome. I mean, it's really cool. I mean, you're one of the final four teams of the whole league. For me, it's special for sure. Always, I'm coming from Argentina, from another country, so playing high level is really grateful for me, and I'm really happy. Right now, being in the semifinals and being top four is a beautiful feeling to me. Ich glaube, sobald Playoffs losgehen, dann kommst du in einen anderen Rhythmus. Ich mag auch diesen 2-2-1-Rhythmus sehr. Der hebt so ein bisschen die Qualität des Spiels einfach, weil du an einem Ort bist oder beziehungsweise an zwei verschiedenen Orten für zwei, drei Tage bist. Du kannst mit einem Physiotherapeuten arbeiten, du musst nicht die ganze Zeit rumtraveln wie ein Verrückter, sondern kannst so ein bisschen in deinen Rhythmus reinspringen. Und der ändert sich halt ganz klar mit dem Playoff. So. Der Fokus wird höher. Jetzt ist die Situation in den Playoffs, dass wir jeden zweiten Tag spielen. Das heißt, wir haben weniger als 48 Stunden. Also wir sind auch teils bei den Playoffs, bei den Auswärtsspielen zu zweit, weil das ist mit einem Therapeuten gar nicht machbar. Die Spieler bekommen dann zwischen 60 und 90 Minuten Behandlung. Jeder Spieler. Das ist natürlich, wenn man mit vier Händen an den Spielern arbeitet, anstatt mit zwei, natürlich wesentlich besser und effektiver. Man spricht halt schon viel, viel mehr mit seinen Teammates, mit den Coaches. So, ey, was machen wir gegen diesen Spieler? Wie analysieren wir dieses eine Play genau? Ich finde, das macht am meisten Spaß, wenn du Schritt für Schritt dann so guckst, okay, wie können wir in so einer Serie immer wieder neue Probleme auch analysieren, aber auch Leute vor neue Probleme stellen. It's been different than the actual regular season. The postseason's been completely different than the way we played. And so it's just being able to twist that whole thing and to play a different way. Like you get more excited, so you play, I think you don't play 100%, you play even more, 120. For me, I give my life in these games. It's really important for us, and we're trying to get the championship, so that's what we need from everybody, and everybody's doing it. I think the road's been pretty tough for us, but I think our story's kind of beautiful just because no one expected us to be here. I don't think there's one person that expected us to be here except the people that we're in this locker room and in this gym with us. I'm just always excited. You know? I'm just happy to, play another game, and so it'll be fun to, play with our fans and be able to kind of, give it our last shot. I mean, there's really nothing to lose, and so just going out there in front of our fans and just giving it our all. Nummer 3 der Halbfinalserie, die Bayern führen 2-0. Yo, every time we do that shit together, it's easy. That's it. It's nothing what you're just thinking about overthinking or whatever. We do that shit together from the beginning, we good. Fight back! Don't relax. It's no matter who's playing. We don't relax. Let's go. Let's go. Together on three. 1, 2, 3. Together. Don't relax. One more. Turn to the corner. Thank you.
Saison, die beste der Vereinsgeschichte. For sure, much more pride. So, congratulations, Bayern was better team in semifinals. But I'm very, very proud of Middlesbrough for our fans, especially my players, my staff. What does it mean to you personally reaching the finals? Which emotions do you feel right now? It means a lot, but we know what we have to do. We know what we did to accomplish that. This is going to be a tough fight. I'm not sure who we're going to play yet, but whomever it is, I know it's going to be tough for us, and we're ready for the challenge. Why have you been the better team here in the semifinals? Our defense. I think our defense really helped us in the semifinals. But hats off to Pittsburgh. They played a hell of a game. Every game they came in gave their all, and we did the same. So, I mean, I'm proud of our team and what we accomplished so far, but the job's not finished. Es war einfach super emotional für mich und ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon beim Aufwärmen, habe ich schon echt geweint, weil bin ich schon mal rausgegangen, weil ich dachte, das ist jetzt einfach wirklich vorbei. Aber gar nicht mal mit diesem Gedanken, oh, schade, ich will weitermachen, sondern irgendwie so. Es war einfach nur Dankbarkeit und einfach nur positive Emotionen. Danke an die ganzen Fans, die jahrelang mich unterstützt haben, die diesen Verein unterstützen. Die sind mit Sicherheit auch ein Teil davon oder ein Grund dafür, für meine Karriere, für das, wie ich jetzt hier stehe als Kapitän. Die haben mich immer getragen. Wenn du mich fragst, was ich den Fans sagen will, von aller Herzen, danke. Appreciate it. Ja, bedeutet mir sehr viel, im Halbfinale zu stehen. Ich denke, dass das auch nicht alle Tage vorkommt. Ich denke, da steckt eine Menge harte Arbeit dahinter. Die ganzen Fans pushen uns jeden Tag und die freuen uns genauso, wie wir uns freuen. Und ich denke, dass man das auch spürt in Chemnitz, vor allem in der Halle, die ist meistens ausverkauft oder immer ausverkauft. Und ja, also man spürt das auf jeden Fall überall. You have like the butterflies in the stomach, a little bit nervous, but you know, excited. It's all kind of emotions, but most of all just, yeah, super happy and blessed to be here. Es ist erstmal mehr geworden schon. Man ist halt viel unterwegs, man hat nicht wirklich Pause zwischendrin. An den Tagen zwischen den Spielen ist man trotzdem in der Halle, kümmert sich um die Spieler. Ich glaube, es werden gute Spiele, es werden intensive Spiele, es wird ein guter Basketball sein. The guys, you know, took me open arms and I felt when I signed here that I could help the team in a lot of ways. And yeah, to fight for a championship and I think we're on the way, you know, to compete for it. Berlin ist natürlich wie München Euroleague-Team. Also man kann niemand auf die leichte Schulter nehmen. Ja, natürlich haben wir jetzt das Spiel 1 gewonnen. Aber im Endeffekt ist es eine Best-of-Five-Serie und dann ist ein Spiel. Deshalb sollte man auch von Spiel zu Spiel gehen. Von den Spielern merkt man jetzt keine große Veränderung. Klar, sie sind manchmal etwas erschöpfter. Kann man verstehen, wenn so viele Spiele direkt aufeinanderfolgend sind. Aber an sich, von der Einstellung her, sag ich mal, war es, denke ich, trotzdem von Beginn an kämpferisch und bereit dafür. We have respect for Chemnitz. What they've been doing this season is amazing. They're having an amazing season. And I think just, you know, sometimes it happens. Sometimes it's just a matter of the form you're in that day. Auch nochmal anders rauskommen, intensiver rauskommen, da müssen wir dagegenhalten. Und ja, also ich denke, jedes Spiel wird sehr, sehr spannend sein. Und da ist alles möglich, denke ich. Als Team ist das sehr wichtig, dass die Fans uns Energie geben. Das gibt uns Energie. Die Halle ist mega laut, die Fans haben alle richtig Bock, uns zu supporten. Ja, wir wissen halt, was wir tun müssen, um Chemnitz zu schlagen. Es ist eine Playoff-Serie. Ich glaube, beide Teams werden kämpfen bis zum Schluss, bis die Serie vorbei ist. Wir müssen zusehen, dass wir in unserem Kopf bleiben, dass wir uns nicht verrückt machen lassen. Wir sind hungrig, sage ich mal, und ja, wir wollen einfach Geschichte schreiben. Thank you.
lot mental, you know. We're going to watch the film, see where we can, you know, get better at. But, you know, at the end of the day, it's mindset. Both teams are out here competing hard. You know, they're probably got a few good bounces their way. But at the end of the day, it's, you know, we gotta just buckle down and want to get the rebound. To have a fan base that travels with you, you know, everywhere you go, is an incredible feeling. And to have their support means everything to us, you know. So we're really looking forward to having these next two games at home and having them at our back. Wir haben definitiv besser verteidigt. Also ich glaube, wir hatten heute 64 Punkte zugelassen. Davor waren es 95. Wir haben den Rebound kontrolliert. Ich glaube, 50 Rebounds geholt zu 32. Die Energie wird eine ganz andere sein in Chemnitz. Die werden anders spielen, werden aggressiver sein. Das haben sie heute phasenweise nicht gemacht. Und ja, ich glaube, da müssen wir vorbereitet sein. Aber ich glaube, wenn wir weiter uns auf die Sachen konzentrieren, die wir vorhaben und die auch konsequent machen, dann haben wir da auch gute Chancen.